Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Master Builders mit Klausi. Hallo. Und Maudado. Mausi. Und Mausi. Heute mit dem Begriff Robbe. Robbe. Habt ihr denn schon mal in echt eine Robbe gesehen? Ja, im Zoo. Außer deiner Mama? Nein. Ey, das ging wieder, also... Das, was du von mir erwartet hast? Eigentlich schon, ja. Welche Farbe nehmt ihr? Darf ich das mal kurz wieder wissen? Schwarze Wolle. Ja, was für eine Robbe machst du? Eine Schneerobbe, eine weiße Robbe. Ja, eher so eine hellere. Ich habe jetzt hellgraue Keramik, das sieht in meinem TP... Da würde ich noch so ein... Gibt's so ein gelbliches Weiß? Was? Ob's es gibt gelb. Ob du in deinem Bett gemacht hast. Ach so. Und den Stoff nehmen kannst. Das habe ich nicht gefragt, Klaus. Doch, so. Habe ich auch so verstanden. Sorry, da habe ich mal wieder zwischen den Zeilen gelesen. Wie immer. Manchmal habe ich das Gefühl, ihr seid seelenverwandt. Sind wir auch. Ja, im früheren Leben war im früheren Leben war er Kleopatra. Ja. Und ich war Julius Caesar, falls sie in der gleichen Zeit gelebt haben. Das ist jetzt. Klaus war beim Zahnarzt. Ja, genau, das ist der Plot der heutigen Folge. Er war heute beim Zahnarzt. Da kann ich euch direkt mal fragen, geht ihr wirklich zur Routineuntersuchung? Ich mach's nicht. Ich geh da einmal alle 2-3 Jahre hin, wenn irgendwas ist und. Aber warum? Fragst du mich? Alle. Ich frage einfach alle. Außer dich, Maudado. Okay. Weil du hast schon gesagt, dass du keine Zähne mehr hast. Ja, ich hab keine Zähne mehr. Bis auf 2. Ich hab 2 Fake-Zähne. Weil er einen krassen Unfall hatte. Gar nicht echt. Ich verarsche die Leute am laufenden Tag. Achso, das heißt, du hast gar keine Zähne mehr, bis auf 2 Fake-Zähne. Nice. Deswegen bist du Vegetarier, weil du kein Fleisch mehr essen kannst. Also, warum machst du Maudado jetzt fertig? Wow. Der hat dir gerade sein Herz ausgeschüttet. In meiner Kindheit hab 2 Zähne verloren. Wurde also, irgendwie mein halbes Leben lang operiert. Er wollte es erzählen, aber dir wollte er es nicht erzählen. Weil du wieder so gemein bist. Und jetzt wird sich darüber lustig gemacht. Unfassbar. Ja, ja. Über meinen Schmerz, mein Was baue ich? Ich baue gerade wieder ein Auto, ne? Wir sollen eine Robbe bauen. Ja, ich weiß. Wurde echt lange operiert, Maudado? Ja, das Problem war halt, dass irgendwie, es waren 2 Frontzähne und dann ist der Knochen immer zurückgegangen und deswegen musste immer Knochenmaterial unterfüttert werden, damit der Kiefer sich nicht zurückbildet. Oh Gott. Und ich konnte nicht operiert werden, weil ich halt noch, weil mein Kiefer nicht ausgewachsen wäre und dann wäre das Implantat wäre halt nicht so geil gewesen. Ja. Und dann wurde ich irgendwie, bis ich 20 war, ganze Zeit an mir rumgeschnibbelt. Nur wegen so einem doofen Fahrradunfall. Ja, so schnell Also tragt immer einen Helm und passt. Hattest du einen Helm auch? Ich hab einen Helm, aber ich bin auf die Seite gefallen. Ey. Achso, das Gesicht wurde so halb aufgeschwammt. Mein halbes Gesicht war weg. Warum Instant Karma? Keine Ahnung. Ja, weil man einen Helm auf hatte. Ja. Ohne Helm wäre das nicht passiert. Hättest du mal einen Helm getragen, dann wärst du nicht mit der Fresse voran ins Schild gefahren. Ja, dann wäre mein Kopf aufgeplatzt. Dann hättest du jetzt wenigstens keine Sorgen mehr. Dann hätte ich noch die Zähne. Ja, eben. Also ich muss sagen, bisher würde ich mir eine Grauenhaft geben. Ich würde mir weniger als eine Grauenhaft geben. Ich habe, glaube ich, noch nie so was Schlechtes gemacht. Ich meine, das sage ich oft. Aber was ich mir wirklich, jetzt hier erlaube... Ich kann einfach keine Tiere bauen. Ich hab nicht umsonst für Lastkraftwagen gestimmt. Ich hätte alles wäre besser gewesen als das. Das ist so. Oh Gott. 2 Minuten. Das ist so schlecht. Also meins ist auch echt nicht gut. Man erkennt weder. Es sieht gerade aus wie ein Skelett. Nee, man könnte sagen, reiß einem Menschen sein Skelett raus und zieh ihn lang und dann hast du meins. Okay, warte, ich probier's mal an mir. Ja. Mach mal. Das ist nicht VR-Chat. VR-Chat. Rec Room. Alter, das ist jetzt ein bisschen eskaliert. Ich kann mir nicht mehr helfen, Leute. Ich kann mir einfach nicht mehr helfen. Was habe ich denn getan? Das ist bei ich baue nie wieder Tiere. Wie mache ich das? Mal baue ich einfach einen Lastkraftwagen. Warte mal, dann soll ich Tiere bauen. Und Ich werd nie mehr ein Tier wählen, nie mehr. Je nach dem Part überlege ich anzufangen, Robbenfleisch zu essen, weil ich Robben mittlerweile so hasse, nur durchs Bauen. Ich schreibe gerade etwas hier hin. Hey, Robbe. Ich hab gedacht, Schild funktioniert nicht. Nee, tut's auch nicht. Ich schreibe etwas hin. Ach so, weil ich weiß nicht, wie ich mir helfen soll. Ich hab einfach irgendwie angefangen, das zu bauen und dann wurde es so schrecklich, ich würde am liebsten den Raum verlassen, damit ihr das niemals sehen müsst. Ja. Ich hab halt auch keine Idee, was ich hier noch retten soll. Es ist komplett scheiße. Alter, ist sie gut. Super.
Oh, das ist echt gut, aber es ist ein Walross, oder? Klaus, sie ist echt gut. Die ist ein Super. Die ist gut. Ich geb den Super. Ich auch. Also meine ist halt ein Grauenhaft. Wolkenbummlerin? Ja, die war echt nice. Die war echt nice. Okay, warte mal. Wolkenbummlerin. Oh, guck mal, die ist süß. Hilf mir. Alter, die ist ultra süß. Ja, die sieht noch nicht ganz wie eine Robbe aus, sondern eher wie so ein Hai. Was? Ich muss eher an den Hai denken. Es ist ein Gut. Ja, es ist ein Gut. Aber es wäre echt... Also es ist, insgesamt ist es ultra süß und ultra gut. Warum aber sind jetzt alle so krass? Keine Ahnung. Okay, danke. Das danke. Ist aber keine Robbe, das sind Eisbären. Ja. Ich gebe aber nur... Ich gebe ein Schlecht. Das ist ein Grauenvoll, da ist nicht mal eine Robbe gebaut. Egal, ich sehe da irgendwo irgendwas gebautes und es ist besser als meins. Keine Ahnung, wenn die wenigstens eine Robbe fressen würden. Mit Blut, dann würde ich es verstehen. Oh. Das ist schlechter als meins, ja. Okay, dann darf ich da einen Grauenvoll geben. Nee, das ist nicht schlecht. Ich kenne keine Robbe. Nee, also es ist okay, aus Stein dann noch und so. Ja gut, aber die Farbe passt von dem Stein. Ja, aber hinten, was? Der Schwanz war nice. Oh. Das ist Manus? Nee. Ich hab keine Umgebung. Ich, jetzt nicht ich habe kein Eis, ich habe nichts. Ich weiß auch gar nicht, wo die Zeit hingeflutscht ist. Ja, es sind halt nur noch 6 statt 7. Danke, Manu. Sorry. Okay. Ist das deins, Maudado? Nee, aber es ist besser als meins. Ich eigentlich mal okay. Das sieht aus wie ein Dino, finde ich. Guck mal, ich finde die Form hinten. Die Flossen sind zwar ein bisschen zu lang, aber eigentlich. Das sieht eher aus wie 2 Schwänze. Ich finde, das sieht aus wie ein Dino. Ja, so zusammen, aber ja, die haben ja so einen Doppelschwanz. Haben die Beine, haben die Füße doch. Die haben vorne Tatzen, also so Füßchen, ja, und hinten Tatzen. So ein Doppelschwanz. Ist das ein Boot? Ja, aber der hatte richtige Füße. Das sieht eher aus wie so ein Boot, hast du recht. Aber hat ein bisschen was von meinem. Also, ist es deins? Nee, ich hab da was hingeschrieben. Ich weiß. Man merkt hier richtig, wer bauen kann und wer einfach nur ein filthy casual wie wir sind. Nee, das war einfach nicht mein Begriff. Also, keine Ahnung, ich war wie gelähmt. Es ist okay, Maudado. Ja, aber nicht mehr. Ja, der Kopf ist halt... Nee, stimmt, es ist eher ein okay. Ich weiß, bei einem gut. Der Kopf ist halt das, was es zerstört hat. Ansonsten war es echt gut. Mein Kopf ist echt schön. Nice. Also, wenn ihr meinen Kopf gleich seht, denkt ihr euch, wow. Wow. Was ist das denn? Der ist ein Fisch! Ja, aber der Fisch nicht ist nicht ganz fertig geworden. Ah doch, von mir, ja, okay, es halt geht. Nee, ja, ich find's aber echt nicht toll. Bisschen also mehr find... Farbe hätt's gut getan. Und vielleicht andere Augen. Ich hab dir einfach mit den Augen schlecht gegeben. Mit der Minute. Da ist es. Okay, mein Text. Help. Dein sieht aus wie... Nice, ne? Ich hab einfach irgendwie ein Auto gebaut und wusste nicht mehr weiter. Ich hab dir doch gesagt, lass Lastkraftwagen nehmen. Ja, hätten wir. Oh, nein! Ein Punkt! Ich bin fast unter. Ein Punkt! Aber dass der gewonnen hat, also ich fand den anderen besser. Aber warum habt ihr mir nicht ein sehr gut gegeben, Leute? Ich hab einen super gegeben. Ich hab dir eine extra Note gegeben. Warte mal, was hast du mir gegeben, Audaro? Ach nicht. Erst wollte ich dir ein schlecht geben, dann habe ich das Help gesehen. Dann habe ich ein okay gegeben. Immer wenn ich sowas sehe, gehe ich immer eine Note runter von dem, was ich geben will. Ja, aber wenn ich das mache und so verzweifelt bin... Dann gibt's 2 Noten runter. Ach so. Ja, aber wenn du schon mal im Grauenvoll bist... Hab dich gemeldet. Ich hatte Mitleid mit der armen Robbe. Ja, eben. Ihr habt der Robbe damit keinen Mitleid. Gefallen getan. Mir ist das egal. Aber helft doch mal der armen Robbe. Biene, danke. Schwarz sind die, ne? Schwarz-gelb. Warum nicht blau-schwarz? Weil es Bienen sind und keine Spastis. Au! Oh, dann hast du das gehört? Ja, aber... Weißt du, solche Leute sollte man einfach nur ignorieren. Ich glaube, er macht auch einfach nicht mehr mit jetzt. Das war nicht so gemein. Nee. Von Maudado. Ach so. Danke, Maudado, wegen dir. Du, bevor du kamst, war alles zwischen Mal und mir gut. Aber das ist alles zerstört. Das ist ultra lustig. Was? Freundschaften zu zerstören und leben. Das findet er lustig. Ist das dein Ernst? Hä? Das hat Klaus gerade gesagt, nicht ich. Ist das dein Ernst? Du hast gerade gesagt, ich finde das ultra lustig. Ja, Klaus, warum... Wie du ihm einfach... An? Ey, Klaus, ne? Also jetzt reicht's. Kotzt du mich wieder an. Hilf mir! Ja, aber ich muss sagen, Klaus kotzt mich schon seit 8 Jahren an. Versteh ich. Ich habe nur Kontakt zu dir, weil du mein Majora's Mask Let's Play kennst. Ich muss aber auch sagen... Ich habe die erste Folge davon gesehen. Du meinst in der, wo ich nichts sage? Das war das beste Let's Play. Meine Lieblingsfolge von dir. Wow, das tut weh. Wurde es zerstört.
Was baue ich wieder? Was mache ich falsch, Maudado, Hilfe? Oh, wie du schon Maudado nach Hilfe fragst, ist macht ein richtig guter Bauer. Er tryhardet wieder, ne? Ja. Ja, ich bin im Tryhard-Mode. Ich baue kannst du in jedem Spiel tryharden? Ich kann einfach nicht reden. Das, ja, dann hör doch auf gerne, mit deinem Kanal. Mit dir würde ich mal gerne Tic-Tac-Toe Let's Playen. Die ganze Zeit, wie so ein Auto. Dieses Meme, wo dieser Schüler ist, der da aussieht, als würde er furzen, das ist Maudado in der Schule, wenn er überlegt, was er antworten soll. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Kannst du mir das mal schicken, bitte? Ja, mach ich nach dem Part. Hier ein Bild. Danke. Ich bin einfach nur wieder enttäuscht von mir. Wie jedes Mal, wenn ich baue. Warum nehme ich das überhaupt noch auf? Man weiß es nicht. Ja, man weiß es halt echt nicht. Man weiß es nicht, Manu, aber du musst es so sehen. Du tust anderen Leuten damit eine Freude. Mach ich? Mit dieser Qual, Leute? Ist euch das eine Freude? Das ist immer lustig. Ja. Ja? Man erfreut sich halt einfach an dem Leid anderer. Und deswegen abonnieren dich die Leute. Ist das nicht schön? Also meine Biene ist fett. Meins ist eigentlich nur ein Zylinder. Meins ist ein Viereck. Kennt mich ja. Ja, das kenne ich. Falls du schon mal so deine Robbe gesehen hast. Meine Robbe war schön, das weißt du auch. Warum man mich jetzt wieder anfeinden muss, weiß ich, verstehe aber nicht. Manchmal muss ich einfach... Und direkt wieder zu... dem lieben Maudado. Ja, wenn er sonst nichts sagt, dann muss ich ihn halt einfach zerstören. Ja, wow. Ich mach grad Antennen, okay? Aus Eisen. Wenn ihr wüsstet, wie Maudado mit uns immer umspringt, wenn die Aufnahme nicht an ist. Was hab ich... Ey, Maudado, ich hasse dich. Wow! Warte, Mann, warum? Was? Hast du das gebaut? Das habe ich nicht gebaut. Okay, das kriegt ein Legendär, das bekommt ein Legendär. Klaus, bist du das? Nein, ich bin das nicht. Ich bin neidisch. Das ist eine richtig geile Idee. Alter, was ist das für ein Dinosaurier? Also das ist ein grauenvoll. Das ist eigentlich schon grau. Ja, doch. Ich habe gerade erst überlegt, ob ich ihn schlecht gebe, aber was oh, man hätte noch ein bisschen was mit Honig machen können. Das war so nah, dass ich ja, schon wieder fern Maudado war. Ja, Maudado hat mich dann noch beeinflusst. Und dann habe ich was ganz anderes hingebaut, was ich gar nicht bauen wollte. Die ist ganz... Oh. Leute, sind Honig. Ach, so Fühler. Ich bin so ein Trottel, Alter. Oh, boah, Gott, keine Beine. Ich habe keine Fühler gemacht, ich Depp. Ich auch nicht. Aber die Biene sieht nicht besonders gut aus. Ja, nee, fehlen stimmt, die Beine und schlecht. Die Flügel. Ja. Ich hab erst ein Okay gegeben. Aber ich kann keine Beine mehr machen. Aber war recht groß für die oh, Zeit. Oh, Klaus ist dein. Das ist mal so Flügel, nein, aber meine, die Beine fehlen. Beine aber eine fliegt. Blume, komm, krieg ein Okay. Und ein Stachelhatz, ein Stachelhatz. Klaus, du bekommst ja, ein Okay. Es ist nicht meins, ist nicht meins. Aber es ist ein Okay. Alter, ist die fett. Und was hat die denn für kleine... Die finde ich die lustig. Ich gebe zu, die ist sehr nah an meiner, aber das ist auch nicht meine. Und die ist falsch gestreift. Die ist aber auch ein Okay. Also wäre der Boden grün, hätte ich ein Okay gegeben. Weil irgendwie finde ich die lustig. Aber so ist es ein Schlecht. Ist sie nicht falsch gestreift? Sind die nicht immer... Ahnung. Von hier die so... Die ist glücklich. Ja. Finde ich aber besser, finde ich besser als das andere. Das ist meine. Ja. Die ist besser als die davor, auf jeden Fall. Kriegt ein Okay. Ich dachte, Bienen sind immer so wie meine gestreift, aber seine war waagerecht gestreift. Deswegen. Nee, sie sind so gestreift wie deine. Okay. Ja, Modado ist Bienenexperte. Alter, ist das deins, Modado? Oh. Nein, das ist deins, Mann. Doch, Mann, du hast gesagt, Modado, das ist 100% gesagt, du brauchst einen Zylinder. Mann. Nein, meins ist zylinderförmig. Ach so. Ach so. Ich dachte, nee. Du. Aber hinten, guck mal, der Stachel. Ich geb den gut. Ich finde alles drumherum cool, aber hättest du da ein süßes Gesicht reingezaubert, wie Palette das gerne macht? Die haben kein dann süßes hättest Gesicht. Du. Was? Ich wusste es. Meine Rentnerbiene ist einfach die beste. Danke, meine Fans. Danke. Bist du ungenickt? Nee. Ist der. Nein, bin ich nicht. Ich bin genickt. Ja, er hat einfach das Beste gebaut. Also der 47. Er sei kein schlechter Verlierer. Nein, ich bin nur ein schlechter Gönner. Okay, gut gesagt. Ja gut, dann bewerten wir den Part. Schaut in die Videobeschreibung, da sind die beiden verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Tschüss. Hey, Maudado? Ach so, tschüss. Nimmst du zum ach ersten so, Mal auf? Das habe ich vergessen, dass man Tschüss sagt. Er tryhardet gerade selbst bei der Abmoderation. Es ist ultra warm, ja? Mhm.